fühlen wir All-in-One-Sports VR. So, ganz ehrlich gesagt, ich habe das Spiel schon auf Steam gespielt, habe auch schon ein Video gemacht, war damals schon schwer begeistert von dem Spiel und ich bin es heute noch immer. Also mich macht es absolut fertig, dass dieses Spiel nicht im normalen Oculus Store ist, sondern nur im App Lab Store. Also das ist für mich fast nicht verständlich. Du hast da, ich glaube, 10 Sportarten. Es funktioniert einfach wirklich ausgezeichnet gut. Und das Spiel kostet, ich schaue da auch gleich mal kurz nach, Spiel kostet 19,99 im App Lab Store. Und ich muss sagen, es ist für mich, also jetzt schon jeden Cent wert, das war schon auf die Steam-Version. Und jetzt tun wir gar nicht lange, wir steigen mal in das Spiel jetzt einmal ein. Ich habe das kostenlos von der Firma AppNoi den Key gekriegt dazu. Schon so wie damals für die Steam-Version, das gleiche, habe ich es auch kostenlos gekriegt. Ich war damals schon sehr begeistert, habe mich schon sehr bedankt bei der Firma, weil man sieht, es ist allein. Es ist echt ein Traum. Schaut euch das jetzt gleich mit mir zusammen an und los geht's. So, lala. Und zwar, wie ihr alle gesehen habt, ist heute All-in-One Sports VR dran. So, dieses Spiel habe ich ja schon auf Steam getestet. War ein Traum. Also die Firma AppNoi hat mir das damals schon zur Verfügung gestellt und auch dieses Mal. Ja, und ich habe natürlich gesagt, gern, wenn sie mir den Schlüssel geben, unbedingt, dass ich das Spiel jetzt da nochmal teste. Es war spitze auf der Steam-Version. Also eines der besten Spiele, überhaupt Sportspiele, hat mir gut gefallen. Und jetzt Sports VR. Ja. Und schauen wir uns das Ganze da an. Also es schaut so aus wie auf der Steam-Version, hätte ich jetzt einmal gesagt. Grafik super, schön, also allein diese kleinen Animationen toll. Wir werden allerdings nur spielen. Language. Germania. So. So, Österreich ist nicht dabei, also habe ich auf Deutsch gestellt. So. Okay. Schaut alles sehr sauber aus. Es ist alles sehr schön. Also wirklich gut gemacht. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist, warum ist dieses Spiel im App Lab Store, nicht im normalen offiziellen Store. Gut, wir gehen mal an. Wir fangen mal mit dem an. Man schmeißt einfach die Figur daher, sagt, was man haben will, Passwort wahrscheinlich zum Sperren. Multi, nein, wir spielen jetzt natürlich alles einzeln. Level 1. Es funktioniert super, es funktioniert spitze. Dann schauen wir mal, ob es wirklich genauso gut ist wie auf der Dings-Version. Also was AppNoi scheinbar noch nicht neu gemacht hat, ist die Wankeln. Obwohl, es ist auch ein bisschen besser. Es hat auf der Steam-Version ein bisschen wild ausgeschaut. Die schauen jetzt fast ein bisschen schön aus. Die schauen zwar alle sehr grantig, immer noch. Okay. Servus. Das ist, weil er so schier ausschaut. So. Aber das ist schon für ihn doch heute nichts. So, Bursche. Das geht. Achso. Tschüss. Also es funktioniert wieder einmal sehr gut. Der Schläger schaut super aus. So, muss man auf den konzentrieren. Okay, ich habe schon lange nicht mal Tischtennis gespielt. Ach, zu langsam. Wirklich zu langsam. Okay, jetzt probieren wir es aber. Fast. 1:5. Zappalotti. Habe ich irgendwo Schwierigkeitsstufen vergessen einstellen? Weil ich bin ja eigentlich der, was immer auf leicht spielt. So, aber jetzt probieren wir es nochmal. Sieht schon aus. Nein, ich glaube, das geht ja länger. Bitteschön. Ich spiele mir mit denen. Also man sieht, das passt wirklich exakt so, wie ich geschossen habe. Ich habe wirklich da hinten geschossen. Also es passt sehr genau. Naja, du nicht, du. Du bist chancenlos gegen mich, chancenlos. So, oh, das war gemein. Ja, passt gar nicht, wie viel passt denn da mal? Ja, ich sage ja gar nichts. Frechheit. Ja? Na, schau es mit deinem Roboterkopf. Hoch gewinne ich das Spiel nicht mehr hoch. Nein, nein.
So, 4 zu 10, bitte. Nein! Du. Achso, das war's, 11 ist aus. Okay, weiter. Also, man hat gesehen, man spielt wirklich sehr genau. Das funktioniert ziemlich gut. Was nehmen wir denn als nächstes? Mama mia, da gibt es so viel zum Probieren. Billard. Einzeln. Play. Alles klappt. Alles funktioniert. Immer diese Bank ein, die hin und her springen. So, habe ich wieder vergessen. Ball hinlegen, to play. Sagt man da irgendwann komischen Küren. Wurscht, schaut euch doch mal das an. Ist doch herrlich, oder? So, dann kann ich da schön dazu visieren. Und perfekt. Also wirklich perfekt. Allein der Tisch, wie sauber der ausschaut. Mann, und das ist ein App-Lab-Spiel. Das ist so sauber und so schön. Ich probiere jetzt einfach mal alles kurz durch, vielleicht. Aber was ich mir erinnern kann, genau, kann man sich auch mit dem Tisch einstellen. Das geht auch. Man kann sich das nämlich irgendwie so einstellen und sich überall da hinschieben und so weiter, wie man will. So. Bin jetzt zwar nicht da. Billardprofi Nummer 1. So. Keine Ahnung, ob ihr mir jetzt noch seht. Oh weh, oh weh. Jetzt weiß ich, wohin der schießt. Nein! Wer sich nicht freiwillig beugt, der wird gebrochen. Ja, das ist, weil er so blöd ausschaut. So, jetzt hat er die, Gegner hat die vollen, ich hab die halben, passt. Ah, super, sauber gemacht, also anders schaut euch einmal das an. Mann, das ist ja wirklich Hammer. Wirklich Hammer. So, na, warte einmal, jetzt werden wir nochmal neu. Wow, schau, gigantisch gut gemacht. Tock! Ja, bitte. Also, ich bin ja schon so ein Profi. So, da werden wir auch nicht lange mal tun, gell? Oh, das war zu locker. Oh, das war jetzt schön gewesen. Naja. Lass mal den Bruno noch einmal. Hey, wieso schießt du meinen? Der hat doch einen halben geschossen, nicht? Achso, nein, die schauen so komisch aus. Nein, nein, du nicht. Aber da unten liegt er jetzt. Das ist wieder blöd. Natürlich war das beabsichtigt, dass ich da jetzt den grünen reinschieße und nicht den da oben. Man, ihr braucht es nicht sagen. Ihr braucht es einfach nichts sagen. Wie gesagt, das macht wirklich irrsinnigen Spaß. Ah. Was faul, ich meine reingeschossen. Die Post ist auch gerade gekommen. Meine PlayStation 5 ist da. So. Und Zussel. Na. Nein. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich den Kollegen wieder geholfen. Nein. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so lange ein Spiel spielen, aber die Billard spiele ich fertig dafür. Dafür werde ich ein anderes Spiel kürzer spielen. Aber es schaut schlecht aus für mich, hätte ich jetzt gesagt. Gut, den blauen werde ich wohl nicht versenken.
sehr gut. So, dann schauen wir mal. Ja, da schaust du was. Ich weiß nicht, ob dann später die Hilfe da auch noch ist mit den Strichen. So, ja, ein bisschen Rollenhaufen. Nein, habe ich nicht eine getroffen. Oh oh, den habe ich mir jetzt aber schön aufgelegt. Den habe ich mir jetzt schön aufgelegt. Nein, der geht daneben, der geht so, geht da daneben. Ja. Ja, und die Weiße, ist ein Foul. Ja. Daher. Bleib stehen! Hoho. So, wo muss ich jetzt den Schwarzen hinschießen? Normalerweise jetzt haben wir Kassen gegenüber. Fast. So, schauen wir mal, ob er ihm jetzt versenkt. Züge nix. Nein? Nein? Oh oh, jetzt hast du ein Problem, lieber. So, hab ich jetzt gewonnen. Ja. Perfekt. Also das war Billard. Jetzt spielen wir aber die anderen Spieler ein bisschen kürzer. Ich will euch auch nicht nerven. So. Also bis jetzt, das Spiel ist grafisch super, spieltechnisch super, also wenn da jemand das als Sportspiel besucht, oh, ich als alter Badminton-Spieler, nein. Ehrlich gesagt, ich spiele selten Badminton, oh, das war mir nichts, gell? Darf ich noch einmal? Wer hat den denn jetzt? Ah, der. Also das funktioniert ja spitze. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Badminton lustig sein kann. Er hat ihn. Schauen wir mal. Oh, wow. Das war eh wirklich das so daneben. Service. Ja, hey, der liegt noch immer da. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Sport mit. Ja. Also wie man sieht, das funktioniert auch sehr gut. Ah, ist locker. Schon wieder er. Was haben wir jetzt gemacht? Oh, das war ein Turbo. Nein. So, kurz noch und dann gleich weiter ins nächste Spiel. Ich möchte euch einfach nur mal alle kurz sagen. Oh, ich glaube, der geht jetzt um. Nein, es gibt gar keine Außenschießen. Yes. Draußen. Okay. Gehen wir. Aber ist schon aus. Okay. Was nehmen wir denn als nächstes? Pfeil und Bogen. Schauen, ob ich wohl richtig stehe. Ich ein bisschen weiter hergehen. Wieder ein bisschen zentrieren für euch. So. Pfeil und Bogen schießen. Was ich nicht spielen werde, ist Bowling. Basketball. Weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Wow. Also das funktioniert super. Das erinnert mich fast ein bisschen an die Wii. Alter. Da sind die Pfeile. Na, wo sind die Pfeile? Achso, der ist automatisch drin. So. Perfekt, oder? Auf die andere Tafel darf ich wahrscheinlich schießen. Aha, der Wind geht in die Richtung. Dann schießen wir eher so und haben wir fast getroffen. Perfekt. Okay, Satz gewonnen. Habe gegen niemanden gespielt, aber wenn man sich das jetzt anschaut,
Also grafisch, da schaut echt cool aus. Echt cool. Also den kann ich schießen. Der Wind geht nach oben. Das ist mal leicht nach unten. Perfekt. Da sieht man den Wind, der geht gleich von der Seite mit einer Sekunde, das ist fast nichts. Ah, der andere spielt doch, okay. Man sieht das noch nicht. Leicht in der 0,9 ist auch fast nichts. Oh, also gegen den spiele ich mir. Passt. Funktioniert auch einwandfrei. Dann Basketball. Tennis, Golf. Kurz Basketball. Ist zwar jetzt auch nicht so unbedingt meins. Okay. Na. Ach so. Okay. Fast. Also die Steuerung funktioniert super. Dann schießt man da so wie wieder das Spiel schon kennt von alle Seiten einmal hin. Einfach super. Okay. Aber um euch das zu zeigen, also es ist cool, ich bin nicht der Basketballfan. Schaut wieder super aus, der Boden schaut super aus, der Boden glänzt. Also wirklich, Firma AppNori, super Spiel. Was ihr da. Also mich wundert es echt, dass das Spiel nicht im normalen Oculus Store ist. Also das gehört wirklich zu den, für mich zu den besten Spielen soweit von dieser Art her. So, tun wir Daten. Ich meine, das lassen wir aus, weil ich habe wirklich null Ahnung. Hopp, Entschuldigung. Daten wird wahrscheinlich nicht so besonders sein, weil Daten sein ist nie gut in VR. Da müsste man mit Handtracking spielen. Jetzt so mit dem Controller, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay, schauen wir mal. Pfeil habe ich. Gut, nur die kleine Taste hinten drücken. Wow! Also das war ja fast genau. Okay, also das macht Spaß. Das letzte Mal bei meiner Fortgezeit habe ich gespielt. So, tut mir leid. Achso, ich spiele gegen den. Punkte 220. 200. Das Set. Und das Bullschießen geht fast gut. So, 161. Wow! Das war mal. Ah ja, von 20er hätte ich früher denken können. Jetzt wird es aber schon gefährlich. Jetzt sind wir schon auf 71er Runden. 5. 62. 20, so, 42 noch, 42 noch, haben wir 20, fast, ah, ich hab verloren, okay, funktioniert sehr gut, Bowling, gibt's auf der VR-Brille eigentlich eh schon gehabt, mehrere, so, wenn man flummert dann, wenn wir uns einfach die nächste Kugel schnappen und dann mal rausschießen, die Wuchtel. Na perfekt, haut das hin. So, der ist schon weg, der letzte. Schauen wir mal, wenn ich ihn relativ gerade in die Mitte schieße. Ah, falsche FE, falsche Richtung. Das ist er weg. Und da wieder, Bildqualität, ihr seht, der Server ist spitze. Rand oben mit diesen Bildschirmen und so, echt gut gemacht. Die Kugeln schauen gut aus, die glänzen, schauen sauber aus. Die Bahnposition passt genau so wie du schießt, so geht der Ball weg. Aber wie gesagt, ich kenne das Spiel von der Steam-Version. Grafisch merke ich jetzt nicht einmal wirklich einen Unterschied. Spare. Was es kostet, muss ich jetzt noch mal nachschauen. Ich glaube 20 Euro. Ich glaube das Spiel kostet 19,90 Euro. Ist es auf jeden Fall wert. Also ich muss nur den Preis nachschauen, dann kann man die Bewertung auch besser geben, was sie da jetzt beim App Lab Store kostet. Bei Steam weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
mal. Ja, nein, ist aber nicht alle. Schauen wir mal, ob wir da jetzt eine Chance haben. Ja, der FE hat funktioniert, aber leider. Vor allem kann man wirklich die Spiele da alle im Multiplayer spielen. Also allein das finde ich schon total cool. Das muss ja voll Spaß machen, da gegen Sascha, gegen Patrick und gegen alle einmal zu spielen. Halt mein erster Strike. Mein zweiter Strike. Der war ohne FE. Mit 8 eh nicht so schlecht. So. Jetzt muss man den Mittleren erwischen und ihm auf die andere Seite nochmal schub. Yes. So. Also wer sich ein bisschen so für diese Sportarten interessiert, der ist bei dem Spiel vollkommen richtig. Was ich das jetzt so lange spiele, ist zusammen. Seven. Haha, nicht einmal alle erwischt. Okay, jetzt bin ich aber traurig. So, und jetzt machen wir noch einen Strike, damit wir da 150 Punkte zusammenbringen. Strike. Oh, der ist schlecht. Und mein letzter Schuss, vermutlich. Ah, yes. Spare. 104 fehlt, also die 150 KW, aber super. Cool. Wirklich cool. Noch einmal Boxy Boxy. Links, rechts. Okay. Habe ich wieder vergessen. Inzwischen gedacht, was ist in der Boxen? Dabei ist ja das ganz normale. Also im Prinzip gesehen, es gibt ja dieses Box VR, heißt das Spiel. Kostet natürlich ein Vermögen und das ist gleich. Aha. Da hat man das halt gratis. Macht genauso viel Spaß wie beim Box VR, nur dass das jetzt grafisch natürlich hinten nach ist, weil wenn man so ein All-in-One-Spiel hat, blocken, dann kann man das nicht alles gleichzeitig haben. Also wer ein Sportspiel haben will, wer gern Billard spielt, so wie ich, wer gern schwitzen will, wer gern Billard spielt, kegelt, Baseball spielt, das alles zu einem Preis haben will, das will ich das Spiel kaufen. Also ich finde, dass die Quest-Version mindestens gleich perfekt ist wie die Rift-Version, also die im Steam Store. Spitze. Kann nur sagen, Spitze. Also auch das macht irrsinnigen Spaß. So, Golf. Kann Golf was wert sein, habe ich das echt alles durch. Ich probiere es jetzt noch kurz aus, ob das auch noch gut ist. Okay. Ja. Okay. Da hinten müssen wir hin. Haut hin. Hazard, ja. Okay. Wir spielen jetzt einfach nur den Armball da mal rein. Ich kenne mich da nicht aus mit den Schlägertauschen und so weiter und so fort. Aber es ist alles da, es ist eine schöne Karten da, der Wind ist da.
Das funktioniert recht gut. Hey, na, ich hab nicht berührt, oder? Ja. War jetzt keine Absicht. Ja, man kann sich nämlich da jetzt an die Schläger austauschen. Boah. Also, wer sich da auskennt, man kann sich die ganzen Schläger austauschen. Die Schläger und so weiter aussuchen. Ich hab keine Ahnung. Ich nehme jetzt den da. Ich glaube, der war. Ah, Fairway, also weit weg. Fairway. Ah, nein, doch nicht. Also bitte schlagt es mir nicht, ich kenne mich da nichts aus. Aber ich komme jetzt in Richtung Ziel. Ich bin immer so weit weg, nein. So. Wie viele Schläge haben wir schon gebraucht? Steht das irgendwo? Sehe ich gerade nicht. Oh! Also ich hab's nicht geschafft, du musst es, glaube ich, mit 7 Schlägen schaffen. Egal, aber das ist ja für einen, der was gern Golf spielt, normales Golf ist das sicher lustig. Ich spiele gern Minigolf. Apropos Minigolf, da kommt der bald wieder ein Video von mir. Haben wir nämlich noch einen Schlüssel für ein Minigolf-Spiel gekriegt aus dem Steam Store, das ich dann auch noch testen werde. So, wir haben's. Weil ich sag, bis auf Basketball, weil ich null Ahnung habe, was es geht. Aber man kann sich noch umziehen, anders machen. Und jetzt könnten wir ja eins probieren. Schauen wir mal, ob wir wen im Multiplayer finden, aber was spiele ich gegen wen? Gegen wen spiele ich schnell irgendein Spiel? Wie lass mich das? Sollte schnell gehen. Multiplayer. Aha. Er sucht schon. Europa. Schnellstart. Ah, da kann man andere Spiele auch alle auswählen. Schauen wir mal, ob sich da wer findet, der gegen mich spielen will. 38 Millisekunden ist eine super Verbindung. Bei dem Spiel im Prinzip ist es egal, weil da geht es nicht darum. Um Zeit oder um Geschwindigkeit. Das ist eher bei Tischtennis und so weiter. Gut, also es schaut nicht so aus, als wenn ich jetzt wen finde, aber es schaut so sauber aus, es schaut so schön aus. Aktueller Server Europa. Und wir können mal umschalten auf, wo ist denn die Oculus bekannt? Schauen wir mal. Russland. Russia. Mal da wen finden. USA sind, das sind wir über so weg. Europa ist am besten. Ne, wir werden einfach mal. Die Stelle hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie das normale Dings. Das könnte man noch spielen. Kegeln mag ich jetzt auch nicht. Kegeln mag ich auch nicht. Pfeil und Bogen schießen. Pfeil und Bogen schießen. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Multiplayer. Einmal probieren wir es noch mit Europa. So. Schauen wir mal, aber ich glaube. Da findet man momentan noch nicht jemanden. Also bitte kauft das Spiel, dass man da Gegner findet. Weil es ist wirklich genial gemacht. Also ich muss wirklich sagen, die ganzen Sportarten sind durch die Bank super. Durch die Bank super. Weißt du was, ich will mir einfach noch die Qualität von die Grafik vom Baseball anschauen. Deswegen stecken wir da ganz kurz ein. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich da null aus, also erwartet jetzt da gar nichts von mir. Ich weiß, dass es eine Sportart gibt, aber mehr nicht. So, wohl, das habe ich schon mal gesehen. Ich muss schmeißen im Normalfall. Ich muss jetzt den Ball schmeißen. Den Feuerball. Ich muss den nochmal schießen und dann, wenn man einen Strike macht. So, das ist ein Linksgedrahter. Den hat er gefangen. Nein, oder muss der ihn treffen? Was ist besser? Ich weiß nicht einmal, was da besser ist. Wenn der ihn trifft. Bisschen lockerer. So, ich sehe da oben auch nicht an die Punkte, aber. Strike! Strike! Oh, jetzt kommt der wieder mit der Maske und den mag ich ja gar nicht. Der normale Grode. Also, es funktioniert auch, wenn ich nach oben schmeiße, nach unten schmeiße. Okay, jetzt ist er nach unten gegangen. Ganz egal. Ja, also auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was es da geht. Ich weiß nur, dass der den Ball irgendwie treffen muss, oder bin ich da selber der andere? Nein. Muss ich denn so? Das werde ich noch probieren, aber kann ich den anderen auch spielen? Nein. Okay, na los, mach's. Ich sag, ich komme bei dem Spiel nicht aus. So, passt, das war's eigentlich. Also, ich muss wirklich sagen, liebe Firma AppNori, danke, danke für das Spiel. Ich freue mich sehr, dass ich da einen kostenlosen Schlüssel gekriegt habe. Das ist total cool. Also, fangen wir nochmal kurz an. Basketball geht, das ist jetzt nicht meins. Pfeil und Bogen geht gut. Billard ist ein Traum.
Tischtennis geht super, Badminton ist auch gut, Golf ist Geschmackssache, Traum, also Sport ist ganz super, Bowling ist super, also funktioniert auch einwandfrei und das Dart gefällt mir eigentlich auch, was ich nicht gedacht hätte. Gut, passt, alles klar. Also wenn ihr das Spiel haben wollt, ich gebe da auf jeden Fall, ich sage jetzt einmal, ich bin da ein bisschen hakelig, aber ich gebe da jetzt sogar 8 von 10 Punkten und das ist schon super fürs Spiel. Gut, passt, auf zum Fazit, tschüss, baba. So, zurück beim Fazit von All-in-One Sports VR. Ja, also für mich wirklich bekommt dieses Spiel, ich sage jetzt 8 von 10 Punkten, weil es einfach wirklich fast alles erfüllt. Es ist zwar ein Preis mit 19,90 gar nicht so wenig, aber es macht, ich habe es ja selber gesagt, es macht richtig Spaß. Es sind ziemlich alle Sportarten gut. Pah, Baseball, da kenne ich mich absolut nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen lasse ich das eigentlich aus. Aber alle anderen Sportarten, so wie Billard, ist überhaupt ganz genial. Also wirklich super gemacht, das macht richtig Spaß. Wenn der Multiplayer-Modus dann auch einmal funktionieren sollte, das liegt wahrscheinlich daran, dass zu wenige das Spiel gekauft haben, also kaufen, dann wird es richtig interessant und würde ich gerne einmal gegen irgendjemanden von euch als Gegner haben, um einmal gegen jemanden zu spielen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel ist im App Lab Store, ich werde es jetzt gleich dann runter hinzufügen, in die Videobeschreibung, wo ihr das Spiel findet. Für mich gehört das so an von den Top-Spielen, wo du Fitness, wo du normale Sportarten hast, es macht richtig Spaß, es macht richtig Spaß. Also dieses Spiel gehört in den offiziellen Oculus Store und nicht in den App Lab Store. Gut, Papa, das war's, euer Uwe. Tschüss, Papa.